Nach fast 12-jähriger Bauzeit ist der Erschließungsweg zu den Muthöfen oberhalb von Dorf Tirol nun endlich fertiggestellt. Nicht nur verwaltungstechnische und bürokratische Probleme sorgten für diese lange Bauzeit, die Zufahrt war auch eine technische Herausforderung für die Bauleute, vor allem was die Sicherheitsaspekte betraf. Die vergangenen 3 Jahre brauchte es für das letzte Teilstück dieser Straße, die nun auch die letzten Höfer dieses Meraner Hausbergs erreicht. Wenn wir wollen, dass im ländlichen Raum die Leute wohnen, dass sie dort bleiben, dass die Abwanderung aufgeschoben bzw. verhindert wird, dann ist es nur möglich, wenn wir entsprechende Erschließungsarbeiten durchführen. Die Leute, die draußen wohnen, müssen die Garantie haben, dass sie erst einmal erschlossen sind mit Wege, mit Wasserleitung, mit Energie, ja, das jetzt auch mit Breitband. Das heißt, wir müssen versuchen, die Lebensqualität im ländlichen Raum zu verbessern und sicherzustellen. Nur dann werden wir bewohnte Gebiete haben. Und ich glaube, wir alle möchten Lebensqualität haben. Um Lebensqualität zu haben, müssen wir im ländlichen Raum eine saubere Landschaft haben und auch die traditionelle Kultur. Besonders schwierig war die Arbeit im extrem steilen Gelände und den instabilen Moränenabschnitten. Talseitige Geotex-Mauern und bergseitige Zyklopenmauern schützen die Straße. Diese Straße war deshalb schwierig zu konstruieren, zu bauen, weil eben das Gelände sehr, sehr steil ist. Aus diesem Grund hat man häufig müssen Stützmauern realisieren, talseitig meistens in den sogenannten Geotex-Verbauungen, welche sich sehr gut begrünen lassen, bergseitig mit Zyklopenmauerwerk. Wie man hier hinten sieht, das ist der Beginn des neuen Wegabschnittes, fügt sich diese Straße sehr gut in das Gelände ein. Die Straße ist nicht asphaltiert worden und es wurde ausschließlich Material verwendet, das vor Ort kommt. Es war also eine landschaftsangepasste Bauweise. Es ist ganz klar, dass man während des Baues eine Wunde sieht. Aber wir haben heute so gute Baggeristen, dass sie heute fast als Künstler die Wege so schön in die Landschaft hineinlegen, die Mauern, Trockenmauern bauen, die Sicherungsmaßnahmen machen, ohne dass man es eigentlich sieht. In kürzester Zeit ist alles verwachsen, man sieht im Grunde genommen nichts mehr. Und natürlich, wenn jemand die Zusammenhänge erkennt, dann heißt es, wird alles zerstört. Auch hier haben wir lange Proteste gehabt. Wir haben uns durchgesetzt und ich bin überzeugt, dass wir was gemacht haben im Interesse der hier lebenden Bevölkerung, aber auch in unserem allgemeinen Interesse. Wenn Sie sehen, wie viel sonntags, aber auch Werkstag Touristen hier spazieren gehen, Mountainbiker hier fahren und so weiter, das beweist, dass alle davon profitieren. Der neue Erschließungsweg dient aber nicht nur als Zufahrt für die extrem entlegenen Höfe und ihre Bewohner. Ausschlaggebend für den Bau der Straßen war auch ihre vielseitige Nutzung. Diese Straße hat sehr viele Funktionen. Sie ist natürlich einmal wichtig für die ganzen Hofeigentümer, das sind insgesamt 9, dass sie endlich eben eine Zufahrt bekommen haben. Sie ist aber gleichzeitig wichtig für die Waldnutzung. Sie ist aber auch sehr wichtig für den Tourismus. Hier gibt es ja dann eine Seilbahn, von welcher aus dann die Wanderer bequem ins Tal hinunter wandern können. Es gibt viele Radfahrer, die diese Straße benutzen, sodass dieser Weg sehr viele Funktionen hat. An der offiziellen Eröffnung dieses Erschließungsweges haben nicht nur die lokalen Politiker und die Techniker teilgenommen, alle Bewohner wollten mit ihrer Anwesenheit die Bedeutung dieses Werkes unterstreichen. Der Weg hat Auswirkungen für die gesamte Gemeinde Dorf Tirol. Diese Straße, ich würde sagen Weg, ist für die Gemeinde, vor allem für die Einwohner von Dorf Tirol bzw. von den Muthöfebauern sehr, sehr wichtig. Hier leben 9 Bauernhöfe, 9 Familien. Und die hatten bisher keine Anbindung an das Dorfleben bzw. nur die Seilbahn. Und wenn die abends in den Vereinen mitwirken wollten, hatten sie kaum eine Möglichkeit, wieder zu ihren Höfen zurückzukehren. Und es ist nicht nur für die Höfe wichtig, sondern auch, weil wir vor 2,5 Jahren einen riesigen Murenabgang hatten, um die Lawinenverbauung zu tätigen. Somit konnten wir den Weg benutzen, um die Verbauung ohne große Aufwände und große Kosten in Ordnung zu bringen. Der neue Erschließungsweg zu den Muthöfen ist 4 Kilometer und 400 Meter lang. Der Weg überwindet einen Höhenunterschied von 620 Metern und weist eine Längsneigung von 14% auf. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,9 Millionen Euro.